Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, guten Abend. Die Massenmedien im deutschsprachigen Raum verlieren aktuell so schnell ihre Leser, Zuschauer und Hörer, dass man in den Chefetagen nur noch fassungslos einer ständig wachsenden Flut von Abokündigungen zuschauen kann. So versucht man zu retten, was zu retten ist. Und in dieser Situation erscheint jetzt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der FAZ, mit einer Auflage von ca. 300.000 eine der größten deutschen Abonnement-Tageszeitungen, ein Artikel unter der Überschrift »Journalismus unter Verdacht«. Untertitel sind »Manipulieren die Nachrichten die Nachrichten«, »Hetzt die Presse gegen Putin«, »Lassen sich Journalisten kaufen«, »Die Kritik an den Medien in Blogs und Büchern wird immer exzessiver und aggressiver«. Aus diesem Artikel, der von einem der führenden Medienjournalisten Stefan Niggemeier verfasst ist, wollen wir im Folgenden die interessantesten Auszüge bringen. Im Artikel wird ein rapider Vertrauensverlust und eine breite Glaubwürdigkeitskrise gegenüber den etablierten Medien festgestellt. Anzeichen dafür, so der Verfasser, finden sich in den eigenen Kommentarspalten, in Foren und Blogs, aber seit neuestem auch in Bücherbestsellerlisten. In diesem Zusammenhang wird das Buch von Udo Olf Kotte, »Gekaufte Journalisten«, wie Politik, Geheimdienste und Hochfinanz Deutschlands Massenmedien lenken, genannt. KlarTV hat beobachtet, dass es seit seinem Erscheinen vor einigen Wochen in den deutschen Medienkreisen völlig tabu war, über dieses Buch zu berichten. War man sich doch völlig einig, Olf Kotte als Verschwörungstheoretiker abstempeln und damit abtun zu können. Aber ohne die geringste Werbung, Buchbesprechung oder Interviews in Deutschland ist dieses Buch innerhalb von ca. 6 Wochen auf Platz 10 der Spiegel-Bestsellerliste hochgeschossen und legt weiter zu. So lässt sich dieses Buch von der Mainstream-Presse entgegen der ursprünglichen Absicht nicht mehr verschweigen. In seinem Artikel merkt Niggemeier wörtlich an, ich zitiere, »So wie aus Politikverdrossenheit bei vielen Menschen Politikverachtung geworden ist, ist aus Journalismusverdrossenheit Journalismusverachtung geworden. Und besonders beim Thema Ukraine, ich zitiere Stefan Niggemeier, werden die Journalisten als Verbündete der Politik wahrgenommen und nicht als kritische und distanzierte Kontrolleure. Des Weiteren habe man, so Niggemeier weiter, Stimmen und Nachrichten nicht ernst genommen, die dem vorherrschenden Muster vom Aggressor Russland und dem Westen, der nur lautere Ziele verteidigt, widersprechen. In diesem Zusammenhang wird der Chefredakteur der Tagesschau, Kai Kniffke, mit der Andeutung einer Selbstkritik zitiert. Ich zitiere, »Vielleicht hätten wir rechte Gruppierungen in der Ukraine früher thematisieren sollen. Wir hätten eventuell die NATO-Position noch kritischer hinterfragen können.« Er räumte sogar ein, dass man eher ein anderes Wort für die dubiose Gruppe von westeuropäischen Militärs, die im April in der Ostukraine festgehalten wurden, hätte wählen können als OSZE-Beobachter. Denn mit der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, hatten diese westlichen Militärbeobachter wahrlich gar nichts zu tun. Im Sommer hatte Kniffke in einer Antwort auf eine Programmbeschwerde diese irreführende Bezeichnung trotzdem noch als richtig bezeichnet. Diese habe, ich zitiere, in Einklang mit dem Wording, das heißt der vorgegebenen Wortwahl von Nachrichtenagenturen und Qualitätszeitungen gestanden. Das wertet Stefan Niggemeier wörtlich als, ich zitiere, eine der traurigstmöglichen Rechtfertigungen und vielleicht ein guter Hinweis darauf, wo ein Problem des Medienmainstreams liegt. Zitat Ende. Diesen doch sehr interessanten Punkt erläutert Stefan Niggemeier aber nicht weiter. Stecken Stefan Niggemeier fast wie folgt zusammen, ich zitiere, viele der seriösen Medien scheinen noch nicht zu ahnen, wie groß die Erosion des Vertrauens in ihre Arbeit ist und dass dieses Vertrauen die Grundlage für alles ist. Die Gefahr für uns alle ist, dass Menschen, die ihnen nicht mehr glauben, alles glauben. Zitat Ende. Selbst die Wahrheit, so möchten wir von KlarTV ergänzen. Liebe Zuschauer, offensichtlich haben die Aufklärungsdienste eine Lawine losgetreten, die das Potenzial hat, die Glaubwürdigkeit der Mainstream-Medien noch vollends zu zerschmettern. Bleiben wir gemeinsam dran, die Lawine rollt. Guten Abend und auf Wiedersehen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Wenn eine Weltmacht wie die USA ihre Vorherrschaftsstellung erhalten und ausbauen will, was wird sie dann tun? Richtig, sie wird nach neuralgischen Punkten, das meint nach Schwachstellen ihrer größten Rivalen suchen und diese vorab geschickt einer medialen Exekution zu überliefern. Wer die größten Rivalen der USA sind, weiß heute jeder. Es sind Russland, Iran und China. Aber auch Saudi-Arabien ist aus dem gleichen Grund wie schon Libyen gefährlich geworden. Wie sich schon Libyen vollständig von seiner Staatsschuld befreit und somit vom Dollar unabhängig gemacht hat, ist auch Saudi-Arabien mit seinen 3,6% Staatsschulden diesem verheißene Land gefährlich nahe gekommen. Vergleichen wir nun einmal all diese Fakten mit den Weltnachrichten vom 27. März 2014. Erleben Sie dort live mit, wie vom ersten Knopf an strategisch an der Demütigung von Hauptrivalen geknüpft wird. Der neueste Bericht von Amnesty International zeigt wieder, wie man das macht. Es beginnt ganz unscheinbar mit dem Bericht, dass letztes Jahr weltweit 778 Menschen hingerichtet wurden. So weit, so schlecht, dann aber geht's direkt zur Sache. Jetzt wird diese an sich kleine Zahl gezielt aufgeblasen und ausgeschlachtet. So heißt es weiter, ich zitiere, das ist die offizielle Zahl, vermutlich aber wurden viel mehr Todesurteile vollstreckt, wohl mehrere tausend. Und jetzt kommt's. Die meisten Hinrichtungen hatte wohl China zu verantworten, das in der Statistik von Amnesty International nicht aufgelistet ist. Sehen Sie, wie das geht? Auf einer bloßen Vermutung wird sogleich eine Hypothese, sprich Unterstellung aufgebaut. Die Selbstrechtfertigung für diese Hypothese ist simpel. Beachten Sie auch während dem nächsten Zitat, wie durch bloße Vermutung dennoch knallharte Unterstellungen herangebildet werden. Ich zitiere. China behandle Angaben zu Todesstrafen wie ein Staatsgeheimnis, schreibt die Menschenrechtsorganisation. Amnesty International schätzt, dass in diesem Riesenreich auch letztes Jahr Tausende von Gefangenen getötet worden seien, viel mehr als im ganzen Rest der Welt. Sehen Sie, verehrte Zuschauer, und schon ist eine Verleumdung geboren. Das mediengläubige Volk wird diese Verleumdung von eben diesem Zeugungsmoment an jedem Stammtisch herumerzählen und die Seele der Völker beginnt zu kochen. Zu kochen gegen wen noch einmal genau? Gegen China natürlich. Doch die strategische Demütigung der Hauptrivalen geht noch weiter. Beachten Sie, wer da noch weiter ins Spiel kommt. Ich zitiere wieder. Abgesehen von China sind es einige wenige Länder, in denen 80% der Hinrichtungen weltweit vollstreckt worden sind. Nämlich Iran, Irak und Saudi-Arabien. Zitat Ende. Und schon haben wir alle Hauptrivalen hübsch zusammen. Das Sahnehäubchen setzte Amnesty International schließlich dem Iran auf. Auch dem Iran gegenüber rechnet die Organisation mit Hunderten von inoffiziellen, also nicht bestätigten Todesurteilen. Naja, man kann ja trotzdem schon mal laut in die Welt hinausschreien, was man da an lauter Vermutungen mit sich herumschleppt. Natürlich endet dieser Bericht dann auch mit einem Hinweis auf einen insgesamt eher positiven Trend in allen übrigen Ländern. Und wenn man sich auch mit freuen kann, dass in insgesamt 140 Staaten die Todesstrafe abgeschafft wurde, so bleibt doch die große Trauer über die Tatsache bestehen, dass die Massenmedien von Tag zu Tag mehr Menschen auf dem Gewissen haben. Zum einen, weil die Zahl von Selbsthinrichtungen wegen Medienmobbing von Tag zu Tag ansteigt, zum anderen, weil durch die Medienkriegshetze ständig Zehntausende in den Krieg umkommen. Sind Sie auch medienmüde? Dann bleiben Sie dran mit uns bei Klagemauer TV. Diese Welt braucht Sie. Now, if you're someone or if you are looking for somewhere to invest and aren't too bothered about the moral implications, private jails could be an option. The number of inmates being held in them has swelled, and that's giving private shareholders bumper profits. But as RT's Marina Portnaya explains, there is a huge conflict of interests. Corrections Corporation of America is the Hilton of the private prison industry, a multi-billion dollar business that's getting rich off punishment. We are CCA. The more people locked up behind bars and the longer they stay there, the more money CCA makes. Last year, the company banked a reported $1.7 billion. They are fully aware of the reality, which is that they need mass incarceration in order to stay in business.
they need excessive sentences for nonviolent crimes. So yes, they push for legislation that will ensure more and more people are in their facilities. With more than 2 million people currently incarcerated, the United States trumps China, Russia, and the rest of the world in the number of prisoners doing time. About half of those in U.S. jails are in for nonviolent offenses. Since 1990, America's private prison population has increased 1,600%. The war on drugs, mandatory sentencing, and a broken immigration policy have forced more people into prison. CCA has roughly 90,000 prison beds in 20 states. Jesse Lava from the watchdog group Beyond Bars says many of the company's contracts guarantee occupancy. Lockup quotas basically say that if you're a private prison and you have a contract with the state or a local government, you have a guaranteed number of people in your facility. Crime could go down. It doesn't matter. The taxpayers are still on the hook and the government is still on the hook for filling up your prisons. In the land of the free, it is hard to expect the prison population to decrease as long as corporations continue profiting by keeping people locked up. Reporting from New York, Marina Portnaya, RT. Alex Friedman, managing editor of PrisonLegalNews.org, spent a decade behind bars in both private and public jails, and he explained to us why he believes privatizing prisons is such a bad idea. Served 6 years at a privately operated prison as part of the quite ironic total, his name that I spent incarcerated, and my experience is at privately operated prison pretty much is what led me onto a career, if you will, fighting against the private prison industry. It is a very drastic experience. People come out of prison generally worse than they went in, due to the isolation and due to the lack of resources and rehabilitative programs. And what that means, of course, is that when they get out, they are more likely to commit crimes, to recidivate and come back, and that benefits no one, except for companies like CCA, because if you profit from incarceration, then the more people you have locked up, the more money you can make. Alex is also the associate director of the Human Rights Defense Center, where he's campaigning against prison corporations that he says are driven only by profit. The people really benefiting from prison privatization are not the public, it's not the prisoners, it's not the states that contract with these companies necessarily. Rather, it's the corporate executives and the shareholders who own stock. When you incarcerate people for the purpose of generating corporate profit, you have a built-in incentive to incarcerate as many people as you can for as long as possible, because that's how the market system works. The companies have faced considerable criticism for lobbying governments and immigration and detention officials and other government officials for basically more contracts and to put more people in prison.